That's part of a cook and grill for the rest of our lives. Zünden! Oh, was ist denn das hier? Komisches, man kann es gar nicht entziffern, aber bleibt dran. Hallo Leute, ja genau. Heute ballern wir mal eine richtig schöne Folge rein. Wir starten erstmal mit einer ordentlichen Hähnchenbrust-Titte. Ab auf den Tyros T4. Nicht zu verwechseln mit dem T3 Terminator-Film. Als erstes den T4 aufklappen. Und wir zünden erstmal die Kohle an. Genau, der Anzündkamin ist direkt mit eingebaut. Ich zünde nochmal nach. Hier, Kohleschale drauf und dann hier Kohle drüber kippen und dann werden die irgendwann glühend. Ein paar Minutes später sieht das so aus. Ja, derzeit schmeißen wir schon mal oben ein paar Nürnberger Würstchen auf. Die brauchen wir später für das Söschen fürs Höschen. Ihr seht schon mal, ein Hab und weg. Ja, eines für den Hals. So, in der Zwischenzeit können wir, wir haben natürlich die Aufheizhitze genutzt für die Würstchen und jetzt das Ding, den Schieber drunter packen. Hier brauchen wir beides. Direct Heat hier links, so, geht da drauf und Indirect Heat auf der rechten Seite. Hier ist auch das Hähnchen vom Anfang, ihr könnt euch erinnern. Ja, das lege ich hier mal schön drauf, hier den Lümmel da wieder raus, fummeln da, komm, ja, sehr gut. Ja, natürlich klebt sofort. So, Deckel zu. So, angebrutzelt schon mal hier. Aber 3-4 Minutes. Müsst ihr mal gucken, wie heiß eure Kohle ist. Ne? Deckel wieder kurz schließen und dann wieder ein paar Minuten später rüberschieben. Da können sie bis zum Ende durchgehen. Ganz einfaches Spektakel. Ungewürzt, ganz genau. Nur der Fleischgeschmack bleibt lieber. Deckel zu, Baby. Bisschen zumachen. Ab geht's. In der Zwischenzeit mache ich das Söschen für Söschen. Dafür brauchte ich auch die Würstchen, Freunde. So, ich habe hier Raclette-Käse, ja. Silvester, ne? War noch über, ja. Alex Kidd hat sie vorbeigebracht, den Käse. Aus Shinobi World. Und wir machen einfach so ein Bier-Käsesoße. Bier rein und Käse, ja. Das müsste halbwegs schon passen. Aber wir lassen ein bisschen aufköcheln. Oh, Hähnchen hier ist fertig. Ne? Zwischenzeit, während das da hinten schmilzt, kann man schon mal das Hähnchen runterlunsen. So, ab zum Teller. So, das Söschen, ja gut, ne? Mal ein bisschen umrühren. Ne? Geschmolzen ist es schon mal. Ja, genau, sieht schon mal gut aus hier. So, jetzt noch ein bisschen Frischkäse rein hier. Einfach so einen kleinen Bottich hier. Rezept in der Infobox, wie immer, Freunde. Ja, so rein damit. So, und einrühren, ganz genau. Wer braucht Sahne, wenn man Frischkäse hat? Nun, die Nürnberger Würstchen, genauso wie ich es am Anfang gebrutzelt habe. So, dazu kommt noch, oh, was? Da mir reingefallen. Also schon rauskasten aus dem schönen Löffelchen. Und das war Jalapenos natürlich. Und Röstzwiebeln natürlich. Hier, ordentliche Ladung. Ich geiz natürlich nicht. Wenn's untergerührt ist, dann wird's schon Schmeckomato 5000 werden. Ganz genau. Wow, ist das nicht eine Kelle voll Glück? Ja, kann noch ein bisschen schmelzen. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Hey, schon mal der Bacon, ja, hier. Paprika für jetzt. Ja gut, Messer nehmen und bloß nicht in die Hand säbeln. Man muss immer so die Hand so ein bisschen wegziehen. Beim Längsdurchschneiden der Paprika. Genau, spaltet das Viech. Ja, es hat es nicht anders verdient. Ganz genau. Und genau jetzt wird es auch wieder Zeit zum Gewürze rausholen. Was denn sonst? Ja, nehmen wir den Herb Garlic hier. Ja, hier. Hat der Dude mal designt. Und zünden! Aber sowas von. Und die Ladung obendrauf aufs Hähnchen Deluxe hier. Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem. Ordentliche Kelle Frischkäse oben drauf. Ja gut, am besten drüber halt, dann fällt nichts raus.
Ja, und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als das Ganze mit den Händen zu zerquetschen und zu einer Form massieren, einfach des Glücks. Ganz genau, Freunde. So macht das Spaß. Das sieht aus wie so eine Töpferform. Ich kann hier drin noch was reinformen hier, ne? Na, wo geht die Hand denn da schon hin? Zu der geräucherten Paprika und der ungarischen Paprika. Das volle Programm für beide Seiten. So, ich habe hier schon einen Töpferkurs gemacht hier. Und so ein bisschen Nachricht von Sam werde ich hier weiter basteln an irgendwie einem schönen Kunstwerk, würde ich sagen. Zünden! Oh, du hast dich da einen Töpferkurs aus, ja? Der Spacey wäre stolz auf mich. So, man nimmt sich so ein Girls-Gefährt und stopft es voll mit dieser schönen Mischung aus Hähnchenfleisch, ganz genau. Ja, und um das zu sichern, damit nichts rausfällt, ja, wenn man alles so ein bisschen zugedeckt hat, ja, dann nimmt man sich eine ordentliche Ladung Bacon und schnallt oben was drüber. Das ist quasi der Anschnallgurt des Glücks. Und da kann halt nichts entweichen von dem guten Fleisch, ne? So, alle umdrehen hier. Ich habe hier noch ein paar Gehilfen dabei. Ja. Sieht irgendwie aus wie ein Doppel-Johnny, aber wer hat natürlich Bacon dabei? So. Ich bin der Original-Johnny. Der Rest ist nur Fälschung, was ihr da seht. Oh ja, Baby. Das machen wir den ganzen anderen Gefährten auch. Hey, was ist hier los, ey? Drei Johnnies? Naja, gut. Ausnahmsweise Festival-Johnny ist in der Mitte. Ihr seht's am Bart. Und hier ist Original-Johnny. Ja! Ah. Ja, ja. Macht schon Spaß mit den Jungs. So, weiter geht's, ne? Und wir füllen alle Geräte voll. Ihr seht schon, da ist Teamarbeit und viel Bier am Mann. Ne? Da muss man ran. Ne? So, wir sind am Ballern hier und wir haben es endlich geschafft hier nach Stunden der Bearbeitung irgendwas Girls-mäßiges in Menschliches zu verwandeln. So, wir bauen jetzt die Dinger da auf hier. Links ist die Heat, ihr seht ja schon die Prügel. Der eine grüne Lümmel zeigt nach vorne zur Hitze. So, einen noch daneben. Ja gut, zwei reichen nach vorne hier. Ja gut, ja, ausnahmsweise. Die quetschen sich zusammen und schmelzen Mark 5000. Und hier nach ungefähr, naja, weiß nicht, 20 Minutes, 15, ne? Mal umdrehen, sobald es vorne schwarz wird. Drehen, weil die Hitze ja noch von einer Seite kommt. Ihr seht es ja schon. Sieht schon mal sehr gut aus und zack, die sind fertig hier. Weitere 15 Minuten später, ich würde sagen 30 Minuten. Hauptsache der Bacon ist cross, Freunde, und da ist alles gut. So, hätte ich jetzt hier so eine Zange, die mit Fächer da unten drunter wäre, da wird es punkten. So, alles drauflunsen hier, ne? So, hoffentlich bleiben sie alle ganz hier. Oh, nee! Der Lümmel wollte abhauen. Aber trotzdem nochmal erwischt, ne? So, da drauf, das Luder hier, ne, so. So, es wird Zeit für das Höschen, fürs Höschen. Wow, der Ace ist auch schon. Heiß. Ich rühre nochmal um. Das ist eine Käsesoße. Genau wie man sie mag. Dank den Röstzwiebeln hat es eine ordentliche Struktur gekriegt. So, überall drüber geben hier, so als Topping. Ja, man könnte auch den ganzen Eimer verteilen, aber tut reicht schon hier. Der Raclette-Lümmel des Todes für euch. Ja, Rezept in der Infobox, Freunde. Ganz genau. Ja, los geht's, Freunde. Anschnitt. Aber es fehlt noch das Pizzagewürz. Ja? Über Käse gehört immer Pizzagewürz. Das schadet nie. Und die Frau wird's lieben. So, ich habe alles verteilt und jetzt schneiden wir den verdammten Lümmel einfach mal an. Wie man sieht, das Grillschaummesser gnattet durch wie durch einen Haufen Glück. Boah, sieht das nicht einfach köstlich aus? So, probieren wir mal so einen Lümmel hier. Ich würde mal sagen, ordentliches Gefährt. Ab in den Hals. Mmh.
sehr deliziös. Das ist ein Lümmel der Spitzenklasse. Freunde, ballert euch rein. Lecker, der Stiel. Lecker. Lecker. Und dazu zünde ich mir noch ein schönes Bierchen. Eine Handvoll Fleisch plus ein Bierchen für den Mund. Einfach lecker. Na, aber sowas von. Boys and Girls, ballert euch rein. Lasst den Daumen nach oben brennen. Und die Glocke anschalten, Abonnation nicht vergessen. Und was ich noch alles da erzählen muss, teilt es in die Welt hinaus. Und ich hoffe, ihr habt ein klein bisschen Spaß. Und wir sehen uns bald wieder.